Herzlich willkommen zum 106. netzpolitischen Abend hier auf der Seabase. Dankeschön fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr konntet alle ein paar Sonnenstrahlen heute genießen. Unser Thema für heute lautet öffentliches Geld, öffentliches Gut. Es geht grundsätzlich darum, die Ergebnisse von mit öffentlichem Geld finanzierten Projekten endlich für alle Bürger verfügbar zu machen. Und dazu haben wir zwei Gäste eingeladen, die sich damit ganz gut auskennen. Und die werde ich aber gleich vorstellen. Davor komme ich noch zum Hashtag für heute Abend. Das lautet NPA106, falls jemand sich im Internet einbringen will. Wir freuen uns natürlich immer sehr über Anmerkungen oder Fragen auf Twitter. Genau. Und die beiden Speaker heute Abend sind Milena Leibold von der Universität Innsbruck zu alternativen Lizenzierungskonzepten für medizinische Patente. Und danach Alexander Sander von Free Software Foundation Europe zu Public Money, Public Code. Und bevor wir mit den richtigen Speakern beginnen, gibt es noch zwei Ankündigungen, eine von mir und eine von Markus von Bits und Bäume. Markus, bist du dabei? Hallo, ich hoffe, ihr hört mich. Tun wir. Hört ihr mich? Ja. Ich höre euch. Ja, super, hi. Okay. Ist die Anzeige schon zu sehen von dem Programm? Es geht um Einladung für den kommenden Donnerstag, also sprich übermorgen, genau, die Bits und Bäume Community, die sich aus 2018 der Konferenz so entwickelt hat und ins Moment gerade in einigen Regionalzweigen in verschiedenen Städten halt am Sprießen und Wachsen ist, hat sich zum letzten RC3 zusammengefunden und wegen Corona halt online zusammenfinden gut befunden. Und da haben jetzt schon immer jeden ersten Donnerstag so abends Vernetzungstreffen stattgefunden. Und wir wollten einfach mal so ein größeres Community-Treffen organisieren, wo mehr Zeit ist zum Austauschen und so, damit sich die Einzelnen, also in Berlin, Dresden, Köln, Nürnberg, Stuttgart, gibt es einige aktive, sehr große Gruppen schon. Und damit alle, die noch gar nichts von Bits und Bäume kennen, da abgeholt werden können, machen wir ausnahmsweise am Donnerstag um 18 Uhr Anfang einen zweigleisigen Track und stellen allen Leuten, die noch gar nichts von Bits und Bäume gehört haben, halt so die ganze Entwicklung vor und wen es so gibt. Und wer schon aktiv ist, hat da Gelegenheit, sich mit den anderen zu vernetzen. Und ab 19 Uhr machen wir so einen kleinen Lightning-Talk-Abschnitt. Da gibt es 5 Kurzbeiträge. Und das Ganze ist, wer am Anfang noch nicht Zeit hatte, auch noch später möglich, sich einzuklinken. Ab 20 Uhr bieten wir verschiedene Big-Blue-Button-Räume als Open Spaces an. Und da wird dann zu verschiedenen Themen, kann auch gerne noch spontan sich ergeben, wer an dem Treffen teilnimmt und vorbeikommt, Räume thematisch ergeben, wo Leute einfach zusammenfinden können und quatschen, sich austauschen, vernetzen. Und genau, das findet diesen Donnerstag zwischen 18 und 21 Uhr statt. Und ab 21 Uhr können Leute aber auch noch vorbeikommen und gucken, wer da ist und sich vernetzen. Ja, super. Das war's. Dankeschön, Markus. Cool. Danke euch. Die nächste Veranstaltung ist ein Tick später, am 8. Juni. Die heißt Raumschiff Analog, ein digitalpolitischer Review auf die Legislaturperiode. Ich lese mal schnell die Presseinformationen vor. Die Legislaturperiode neigt sich dem Ende zu. Der beste Anlass also, einen Blick auf die Digitalpolitik der Bundesregierung in den letzten 4 Jahren zu werfen und eine kritische Bilanz zu ziehen. Was ist passiert? Wo wollten wir hin? Wo sind wir tatsächlich gelandet? Dabei geht es um dringende technische, politische, rechtliche und wirtschaftliche Fragen, die nicht nur entscheidend für die digitale Souveränität Deutschlands im neuen Jahrzehnt sind, sondern deren Antworten auch den Weg dahin weisen, in welcher Gesellschaft wir künftig leben wollen. Und genau, hierzu haben Sie verschiedene Sprecher eingeladen, und zwar Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, Bundesministerin der Justiz, stellvertretende Vorsitzende der Friedrich-Naumann-Stiftung für Freiheit, Professor Ulrich Kälber, den wir auch schon mal hier hatten, Bundesbeauftragter für die Datenschutz- und Informationsfreiheit, Julia Reda, Gesellschaft für Freiheitsrechte, ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments und dann noch Dr. Stefan Heumann, Stiftung Neue Verantwortung, Mitglied des Vorstands. Er hält auch den Impulsvortrag. So, und mehr dazu gibt es auf jeden Fall auf der Website der Hochschule Bremen. Und dann können wir eigentlich auch schon mit dem der ersten Speakerin des Abends beginnen. Wenn sie soweit wäre, liebe Milena Leibold, bist du da? Hallo erstmal und danke natürlich für die Einladung. Ich bin Milena, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Innsbruck
und promoviere da im Bereich Organisation. Und aktuell arbeite ich zusammen mit 3 Kolleginnen an einem Forschungsprojekt, das sich mit Kreativitätsprozessen unter regulatorischen Unsicherheiten in der Pharma- und Musikindustrie beschäftigt. Und wir schauen dabei insbesondere eben auf Projekte, die alternative Organisationen von geistigem Eigentum forcieren. Und im Rahmen von diesem Projekt beschäftigen wir uns eben auch mit der Frage, wie Alternativen zu dominanten IP-Regimen im Bereich der Impfstoffforschung aussehen können. Und dabei kommt natürlich auch das Thema Impfung als oder Impfstoff als Allgemeingut auf. Für heute habe ich zum Einstieg mal ein Zitat von Ursula von der Leyen mitgebracht, von dem Spendenmarathon zur Impfstoffentwicklung und Verbreitung 2020. Und da hat sie gesagt, heute hat die Welt zum Wohle aller außerordentliche Einigkeit bewiesen. Bei diesem Engagement sind wir auf gutem Wege, einen Impfstoff für alle zu entwickeln, herzustellen und einzusetzen. Ja, das war jetzt gut ein Jahr her. Es gab 8 Milliarden Dollar für die Aktion Impfstoffentwicklung und Verbreitung. Und zugegebenermaßen war das ein durchaus erfolgreiches Jahr für die Impfstoffentwicklung. Was die Verteilung angeht, kann man die Aussage, dass hier ein Impfstoff aller entwickelt wurde, durchaus in Frage stellen, wenn man sich die Impfstoffverteilung aktuell anschaut. Das Bild ist von gestern. Die dunklen Flecken sind sozusagen die Länder, die schon viel Impfstoff erhalten haben, hellere weniger. Und schon im Januar sprach der WHO-Chef davon, dass die Welt kurz vor einem katastrophalen moralischen Versagen stünde, dass die ärmsten Länder der Welt eben mit Leben, aber auch mit Wohlstand die ganze ungleiche Verteilung zahlen werden. Und die Situation ist heute so, dass die 10 Länder der Welt bislang über, oder dass 10 Länder der Welt bislang über 75% der Impfstoffe erhalten haben und dass der Rest der Welt eben zuschauen konnte oder zuschauen darf, wie er mit den restlichen 25% zurechtkommt. Und dass das nicht optimal klappt, das hat Indien jetzt, glaube ich, in den letzten Monaten auch ganz deutlich gezeigt. Trotzdem ist es jetzt nicht nur eine Frage der Moral, sondern eben auch der Sicherheit. Und dazu sagt die People Vaccine Allianz Folgendes auf ihrer Website: Die größte Chance für die allgemeine Sicherheit liegt darin, die Verfügbarkeit des Covid-19-Impfstoffs als globales Allgemeingut für alle zu gewährleisten. Dies wird nur möglich sein, wenn sich die Art und Weise, wie Impfstoffe produziert und vertrieben werden, ändert. Die Pharmaunternehmen müssen es möglich machen, ja, vor kurzem habe ich mich zusammen mit Leonhard Dobusch, da habe ich zusammen mit ihm ein paar Gedanken zu dem Thema Patentfreiheit auch im Kontext des viel diskutierten TRIPS-Waivers gemacht und dabei versucht zu verstehen, warum es eigentlich auch schwierig ist, Open-Source-Impfungen anzubieten, was da eigentlich auch verhindert. Und ich versuche mal ich beschränke mich auf 2 Argumente, ich versuche mal 2 Argumente vorzustellen, die einmal in Richtung Patentfreiheit und Innovation gehen und einmal eher in Richtung Patentfreiheit und Zugang gehen, die da eben ganz prominent eigentlich auch vertreten werden. Genau, und dazu ist es eigentlich zu wichtig, erstmal, bevor ich damit starte, zu verstehen, was kannst du deine Präsentation wieder anmachen? Ist sie ausgegangen? Die ist ausgegangen. Okay. Moment. Geht wieder? Okay, gut, dann hat sich eigentlich auch an der Präsentation eh nicht so viel getan. Zum Glück war das jetzt nicht so aktiv. Und ich wechsle mal zum nächsten Slide. Und da geht es darum, es ist nur ein Bild, zu verstehen, was Patente eigentlich machen. Und bei einem Impfstoff ist es wichtig zu wissen, dass sowohl Verfahren zur Herstellung als auch eben die Substanz selbst patentiert werden kann. Also ein Impfstoff, wie er so in der Ampulle ist, ist meist so ein Bündel an Patenten, die da greifen.
Und der Hauptgrund der zur Erteilung von Patentrechten ist eigentlich die materielle Belohnung der Erfinder. Also Patente garantieren dem Erfinder oder der Erfinderin letztlich ein zeitlich begrenztes Monopol und sollen eben Anreiz für Kreativität und Innovation sein. Gleichzeitig, und das muss bei Patenten auch immer erwähnt werden, zwingen sie natürlich auch Erfinder oder Erfinderinnen, ihre Innovationen öffentlich auch zugänglich zu machen. Denn sobald das Patent gegeben worden ist, ist es natürlich auch einsehbar. Jedenfalls die Sorge, dass man die Innovationskraft verspielen könnte, wenn man was patentfrei machen würde, bildet Argument 1 letztlich. Schützt geistiges Eigentum, damit sichert ihr Innovation. Und bei dem Punkt, dass Patente eben zukünftige Innovationen sichern, geht's vor allem um das hier, um Geld, um Finanzierung. Das heißt, wenn wir uns Gedanken auch zu Patentfreiheit machen, dann müssen wir uns vor allem auch Gedanken zu innovativen oder zu alternativen Finanzierungslösungen machen. Und dazu komme ich aber später am Ende. Genau, wofür braucht es jetzt dieses Monopol? Letztlich geht es eben darum zu sagen, dafür, dass du dich jetzt hier reinhängst und dafür, dass du hier was entwickelst, wirst du auch später belohnt. Das kannst du dann jetzt schon Investoren sagen, dass du später belohnt wirst, um Gelder jetzt schon einzuwerben. Du kannst später auch deine Einnahmen, von den Einnahmen die Kosten für das Forschungsprojekt decken oder du refinanzierst eben andere Forschungsprojekte damit. Und letzteres ist vermutlich auch gewollt und die Norm und der Treiber des Systems. Und so einen Impfstoff zu entwickeln, ist eben massiv teuer. Und deswegen ist das schon gar nicht so ein falscher Gedanke. Vor allem die klinischen Studien in Phase 3, also am Menschen, die sind sehr teuer. Ich brauche zehntausende Testpersonen. Das Risiko, dass was nicht funktioniert, ist relativ hoch und so weiter. Ich glaube, dass es Geld braucht, das kaufen wir alle ab. Und der Refinanzierungsgedanke ist eigentlich auch erstmal ein recht nachhaltiger Gedanke, hat natürlich seine Tücken. Gerade für Startups ist es schwierig, wenn es da noch nichts gibt, was refinanzieren kann, dann auch irgendwie Gelder dafür aufzutreiben. Das heißt, so eine Impfstoffentwicklung können eigentlich nur sich die großen Pharmaunternehmen leisten, denn die können gut refinanzieren, die bekommen aber auch einfacher Gelder, weil es heißt, die können die Risiken stärker abfedern. Und wenn wir ins letzte Jahr schauen, dann haben sich die Kleinen tatsächlich auch immer mit den Großen zusammengetan, also BioNTech mit Pfizer, Oxford University mit AstraZeneca. Und jetzt klingt es erstmal so, als wäre da kein staatliches Geld im Spiel. Und so funktioniert der freie Markt, so ungefähr, alles Paletti. Aber es entspricht jetzt nicht der Realität, denn staatlich gefördert wird schon. Zum einen durch Direktfinanzierung, zum anderen aber natürlich auch zur Grundlagenforschung. Und da ist AstraZeneca vom letzten Jahr das beste Beispiel. Da ist 97% aus öffentlicher Hand finanziert. Das hat hier eine Studie gezeigt, die Entwicklungen der Technologie in den letzten 20 Jahren zurückverfolgt hat und geschaut hat, wie wurde da die Forschung eigentlich finanziert. Aber zusätzlich zu den Investitionen, die eh schon durch Grundlagenforschung getätigt werden, gab es im letzten Jahr auch massive staatliche Investitionen in die Impfstoffentwicklung. Also 86 Milliarden Dollar kamen da aus öffentlicher Hand. Und das heißt, da ist auch Geld vor der Zulassung geflossen. Also Risiko wurde da solidarisiert und man kann auch durchaus behaupten, dass das Innovationsgeschehen angetrieben hat. Also Innovation lässt sich anscheinend schon auch durch direkte Finanzierung sehr gut ankurbeln. Was vor allem, wenn es jetzt zu Überlegungen zu alternativen Finanzierungsformen kommt in der Impfstoffforschung, schon ein Punkt ist, den man glaube ich im Hinterkopf oder den wir jetzt auch im Hinterkopf behalten müssen. Genau, bevor ich dazu komme, noch das Argument, was weniger auf Innovation abzielt als auf Zugang zu Impfstoffen, vor allem auch im globalen Süden. Das ist dieses Argument hier. Die Freigabe von Patentrechten wird eh nicht hilfreich sein.
weil den Herstellern fehlt ja das Know-how zur Produktion patentfreier Impfstoffe, aber es fehlen auch Produktionskapazitäten. Und das ist ein heftiges Argument, das laut auch einiger kritischer Stimmen wirklich an Rassismus grenzt. Denn Ländern wie Indien, die im Bereich eigentlich der erschwinglichen Impfungen die größten sind, wird hier die Fähigkeit so ein bisschen abgesprochen, Generika produzieren zu können. Was natürlich im Falle von Covid jetzt schon ein Punkt ist, ist die Sache mit dem Know-how. Da gibt es auch neues Know-how und es braucht zur Impfstoffherstellung einfach mehr als das Wissen, das ich dann später über ein Patent bekommen werde. Also wenn es jetzt um Patentfreiheit geht, dann muss man einfach wissen, vieles ist geheim und vieles kann auch nicht patentiert werden. Beispielsweise Ergebnisse aus klinischen Studien oder auch lebende Organismen oder sowas, die dafür verwendet werden. Und wenn es um Patentfreiheit geht, dann müsste das auch wirklich auch mitgeteilt werden, um da effektiv zu funktionieren. Aber es hat in der Vergangenheit auch schon funktioniert. Es ist nicht so, dass das jetzt einmalig wäre. Genau, und selbst wenn das Argument so wäre, dass im globalen Süden es irgendwie an allem mangeln würde, dann sollte uns das ja trotzdem Anlass geben, vielleicht mal was daran zu ändern, vor allem für künftige Pandemien, aber natürlich auch für die aktuelle, die noch nicht um ist, weil die Abhängigkeit des globalen Südens von philanthropischem Verhalten des Nordens, das funktioniert nicht gut. Und auch COVAX, die COVAX-Initiative würde ich eher als aktuell eher als gescheitert sehen. Das heißt, hier muss generell was passieren. Wenn wir in Zukunft auch schneller auf Pandemien reagieren wollen, dann muss Zugang und Innovation irgendwie wohl zusammen gedacht werden. Und dazu braucht es Entwicklungs- und Produktionsstätten eben weltweit. Genau, jetzt muss ich ehrlich gestehen, dass mit dem TRIPS-Waiver sieht es aktuell nicht ganz so rosig aus, auch wenn es ein vielversprechendes Mittel wäre, um kurzfristig vielleicht auch die Pandemiebekämpfung anzukurbeln. Und es hätte auch letztes Jahr schon passieren dürfen. Trotzdem muss man sich langfristige Lösungen überlegen und zu langfristigen Lösungen Gedanken machen, die man jetzt schon startet und hoffentlich in 15 Jahren oder so davon auch dann profitiert. Und vor allem aus dem Grund, weil Covid eben vermutlich nicht die letzte Pandemie sein wird und aktuell eben auch noch lange nicht vorbei ist. Und dazu muss man sich eben überlegen, was wären alternative Organisationsmodelle, Finanzierungsmodelle, die patentfrei arbeiten. Und ich habe jetzt hier einmal zwei Sachen mitgebracht sozusagen, die beide aus meinen letzten beiden Interviews kommen. Das war ein Interview mit einem Experten von Knowledge Ecology International, der sich sehr gut mit Entkopplungsmechanismen auch auskennt. Und die schlagen eben, wer sich mehr dafür interessiert, echt gut erklärt, die schlagen da vier Mechanismen vor, die eben alternativ zum aktuellen Refinanzierungsmodell stehen können. Die direkte Finanzierung über Grants haben wir eigentlich letztlich schon, haben wir zumindest letztes Jahr gesehen, dass es auch sehr gut funktioniert. Dann haben wir innovationstreibende Preise, das heißt Wettbewerbe, die schon vor Bestätigung, dass der Impfstoff auch wirksam ist, schon vergeben werden, also Ex-ante-Preise, die schon während der Entwicklung vergeben werden, um eben, ja, okay, jetzt, okay, seltsam, okay, aber hier auf jeden Fall von delinkage.org diese vier Mechanismen, die Preise finde ich ist ein sehr interessantes Modell, wo man eben sagt, okay, hier wird sehr viel Geld ausgeschrieben für ein Konzept von einer Impfung beispielsweise, unter der Bedingung, dass es danach patentfrei zur Verfügung gestellt wird. Subventionen über Steuern und dann der letzte Punkt eben interorganisationale Kooperationen, beispielsweise Förderungsfonds, die dann klinische Studien finanzieren. Was hier relevant ist, die funktionieren quasi alle mit staatlicher Unterstützung. Ein Projekt, wo wir jetzt eine Fallstudie machen,
ist aktuell eher so gepolt, dass es vielleicht auch möglicherweise ohne gehen soll. Und zwar ist es RedVac, heißt die kollaborative, also Rapid Deployment Vaccine Collaborative, mit der Mission Rapid Development Testing and Free and Open Source Sharing of Vaccine Designs and Essential Protocols. Und bei denen geht es weniger um den Zugang für den globalen Süden, als vielmehr eigentlich um vor allem schnelle Innovation zur Überbrückung im Pandemiefall. Ja? Also schnell, während die anderen kommerziellen Impfungen entwickelt werden, was zu liefern, was dann erstmal eingenommen werden kann, um die Impfung, um die Pandemie einzudämmen. Und Teil des RedVac-Gedanken ist es eben, pragmatische Lösungen anzubieten. Das heißt, man nutzt da erstmal das, was schon in der Wissenschaft da ist, probiert damit herum, die nasale Vakzin, die sie da entwickelt haben, die letztes Jahr schon entwickelt worden ist, die sie jetzt immer weiterentwickelt haben, beruht wohl eben auf Komponenten, die getestet sind und von denen man wenig Gefahren ausgehen sieht. Und interessanterweise, das finde ich so spannend an dem Fall, sind die Leute von RedVac vermutlich weniger auf der Seite, dass jetzt pharmazeutische Produkte immer Allgemeingut sein sollen. Und die sind auch definitiv keine Patentgegner. Die sind eben der Meinung, dass das Impfentwicklungssystem über den Schutz von geistigem Eigentum massive Mängel hat. Unter anderem eben, weil nur die wirklich Großen an den Impfstoffen forschen können. Auch weil klinische Studien beispielsweise so teuer sind und so langwierig sind. Und denen geht es dann eben darum, alternative Testmethoden auch anzubieten. Da sind sie recht aktiv drin, das zu bewerben auch, die günstiger sind und auch schneller. Das heißt, man macht erstmal einen Selbsttest, macht dann eine kontrollierte Konfrontation mit dem Virus nach der Impfung, also keine Placebo-Impfungen wie im Goldstandard von der Impfstoffentwicklung normalerweise. Und die argumentieren eben so, dass es auch ethisch korrekter wäre. Da kann man sich durchaus nochmal reinlesen. Die haben alle White Papers auf der Website veröffentlicht, auch was sie sich dazu denken. Hatten letzte Woche eine interessante Konferenz, die Open Source Vaccine Summit. Und genau, wer sich dafür interessiert, ist sicher spannend. Man mag jetzt die Argumente nicht genauso vertreten, wie sie das machen. Trotzdem glaube ich, eine interessante Bewegung zu sehen, was da los ist. Und ich glaube, der Gedanke auch, dass Open Source tatsächlich schnellere Antworten finden könnte, ist sicher valide, denn schon alleine jetzt Testergebnisse transparent zu machen, könnte wahrscheinlich jeder Impfstoffentwicklung massiv Geschwindigkeit geben. Genau, ja, so wie die Zukunft jetzt wirklich aussieht, weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Ich hoffe aber, dass sich was tut auf der Welt, zumindest durch die ganze TRIPS-Waiver-Diskussion, egal ob das jetzt dann Erfolg haben wird oder nicht, hoffe ich, dass es wachgerüttelt hat über alternative Formen auch der IP-Organisation nachzudenken. Und ja, freue mich jetzt über Fragen. Bin natürlich auch über E-Mail erreichbar und so weiter. Und habe ansonsten hier noch nützliche Links, meine Quellen so ein bisschen angegeben. Genau. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Milena. Wir hoffen auf jeden Fall mit dir, würde ich behaupten. Allerdings wollten wir die Fragen erst in der Diskussionsrunde klären. Deswegen würden wir jetzt direkt zu Alexander Sander gehen und dann mit den Fragen durchstarten, wenn wir in einer gemütlichen Diskussionslage sind. Ja, das ist auch völlig fein. Super, cool. Dann Alex.